Hallo und herzlich willkommen hier zur allerersten Folge von For Honor. Dem Spiel, dem ich in diesem Jahr einfach den größten, Respekt erweise. Es ist einfach das größte Spiel, was ich jetzt dieses Jahr irgendwie erwarte. Der Rest ist halt immer nur so, ja, kann man kaufen, muss man nicht. Der zweite Titel wäre höchstens Prey. Ansonsten kommt dieses Jahr halt nur so Zeug raus, was mich nicht stark interessiert. Aber dieses Spiel hier, das hat mich so interessiert. Da habe ich direkt die Collector's Edition gekauft. Ja, musste sein. Diese Helme sehen einfach so super aus im Schrank. Ich wollte mit euch den Story-Modus spielen, weil den Multiplayer habe ich schon ein bisschen gespielt. Und ich habe mir den Story-Modus, den zeige ich euch direkt mit. Erkältet war ich jetzt die letzten 12 Tage. Das war so ziemlich die längste Erkältung, die ich in den letzten 3-4 Jahren hatte, mindestens. Aber jetzt gerade ist so Endspurt. Vielleicht muss ich noch ab und zu ein, zweimal husten, aber das ist ja immer nicht so schlimm, ne? Hustenbonbon ist schon eingeworfen, Drogen sind alle drin, so wie Hustensaft, eine Kopfschmerztablette. Das war's eigentlich für heute sogar schon, ja. Na gut, und ich möchte euch noch kurz vorher zeigen, was mich ein bisschen genervt hat, muss ich zugeben. Die Optionen. Unter Grafik hat die mir gesagt, okay, komm, mach's direkt alles hoch. Ja, ich habe eine 2 GB Karte noch, leider, die 67. Aber dieses Jahr ist das Jahr der Jahre. Dieses Jahr, wie gesagt, kommt halt der PC. Entweder werde ich es gibt 3 Möglichkeiten, die ich machen werde. Entweder nur eine 1080 Ti, wenn sie rauskommen sollte. Oder 1080 meine ich. Oder eine GTX Titan X. Eins von den 3 Sachen wird passieren. Dann ist das hier jetzt irrelevant. Nur was mich gewundert hat ist, stellt euch mal vor, es ist jetzt auf hoch alles gestellt, also sieht schon recht schick aus. Aber auf extrem ändert sich einfach fast gar nichts. Aber jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich auf Anzeige gehe. Weil das hat nämlich gerade eben eine halbe Stunde lang ein bisschen die Aufnahme versaut. Fast. Ich habe mich die ganze Zeit gekämpft, hey, warum ruckelt das denn in der Aufnahme? Was ist denn da los? Ich habe doch hier gerade in OBS 60 Frames, wieso ruckelt das dann so? Ich hatte das auf randlosem Fenstermodus. Wenn man das auf randlosem Fenstermodus macht, warum macht das jetzt nicht mehr? Gerade eben war der dann bei über 3500. Genauso wie, wenn ich jetzt die Grafik aufs Maximum stelle. Alter. Also ich meine die Auflösung. Ich glaube hier war... Nee. Da, das hatte ich mich, weil ich habe einen 4K-Bildschirm. Das war standardmäßig so eingestellt und dann ruckelt das wie Sau. Und ich denke mir so, hey, was ist da los? Das ging noch die letzten Tage, warum? Naja, wir bleiben natürlich bei 1080p. Allein schon wie in der Aufnahme, diese nur in 1080p. Nur. Aber genug gequatscht jetzt über die Option. Passt. Wir machen Hauptmenü. Story-Modus, der irgendwie... Quatsch, wir fangen damit an. Ich mache jetzt alles übrigens in einer Aufnahme jetzt hier so, größtenteils, und schneide das in kleine Videos. In der ersten Folge wird es wahrscheinlich darum gehen, starten mit Story-Modus und wie man spielt, weil ich finde es wichtig, euch zu zeigen, worum es überhaupt im Spiel geht. Ich bin ja immer noch so einer der wenigen Let's Player, die es so gibt, die wirklich den vollen Content zeigen möchten und nicht nur irgendeinen Zusammenschnitt, das was für mich kein Let's Play ist, und auch nicht irgendwie so, hey, ich mache jetzt 5 Folgen und dann war's das. Oder überspringen halt irgendwie Laufwege oder so. Nee, ich will euch einfach alles zeigen. Und es gibt auch einige Leute, die kennen das Spiel nicht. Die schalten dann hier drauf und denken sich so, boah, Freunde, das sieht ja interessant aus, Ritterspiel, gucken sich das an. Hä? Boah, wie geht das denn? Deswegen zeige ich euch mal kurz das Training, für die Leute, die es nicht kennen. Oder halt, ne, so. Einfach, damit ihr halt so wisst, worum es geht. Training. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was gespielt, aber halt, ich bin nur die Ritterfraktion. Die anderen fasse ich gar nicht an. Weil wenn, dann konzentriere ich mich auch auf meine Fraktion. Macht für mich zumindest am meisten Sinn. Ja, und durch die Collector's Edition habe ich halt so ein paar Boni, aber da können wir irgendwann später drauf eingehen. Wir nehmen jetzt mal fürs Tutorial den Friedenshüter, oder die Friedenshüterin besser gesagt, und hüpfen mal direkt rein ins Geschehen. Ja. 4,5 Minuten. Cool, bei meinem ersten Versuch, wo das mit dem Ruckeln war, konnte ich jetzt gleich, sobald wir jetzt im Training drin sind, aufhören und nochmal neu aufnehmen. Und da habe ich 7 Minuten gebraucht, um das alles zu sagen, was ich jetzt gesagt habe. Ich bin begeistert. So, und ruckelt es? Nein, es ruckelt nicht mehr. Fantastisch. Ja, also gut, dann fangen wir mal an. Deckungsmodus. Im Deckungsmodus kannst du ein Ziel mit der linken Steuerungstaste aufschalten. Alles klar. Das bedeutet, damit gehen wir einfach quasi in den Kampfmodus und visieren dieses Ziel an.
Und mit Alt können wir das Ziel wechseln. Ja. Deckungsmodus. Deine Deckung liegt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Drücke Link-Steuerung, um den Deckungsmodus zu aktivieren. Ändere die Richtung dann mit der Maus. Okay. Das geht mich folgendermaßen. Ihr seht, ich habe drei Richtungen. Links unten, rechts unten und oben. Das sind quasi die Kampf... hier die Verteidigungsmöglichkeiten und auch die Angriffsmöglichkeiten. Die muss ich dann machen, um halt... zu blocken. Seht ihr gleich eh. So, einmal loslassen, E drücken, weiter geht's. Guten Tag. Den visieren wir jetzt direkt mal an, weil so hätten wir jetzt das Problem, wenn wir den jetzt nicht anvisieren würden, dann schlagen wir sonst wohin, aber nicht auf ihn. Bewege deine Deckung in Richtung des Angriffs, um ihn zu blocken. Ja, das ist das, was ich euch gerade gesagt habe. Diese drei Richtungen. Ja, zum Beispiel gibt es auch eine Richtung an, die seht ihr, unten rechts. Das heißt, wir machen unten rechts, unten links. Da ich aber Meuchler bin, seht ihr, dass die Block... Möglichkeit hier recht schnell weggeht. Das ist dieser weiße Streifen, der halt weggeht. Er hat mich gerade unten rechts hingeguckt. Ihr seht das jetzt hier. Das verschwindet so nach einer Zeit. Jetzt blocke ich doch schon nicht mehr. Jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Das ist beim Meuchler ein bisschen sehr kurz. Deswegen muss man da schnell reagieren. Immer kurz bevor er schlägt, dann dahin gehen. Das ist auf Dauer ein bisschen kompliziert, aber man gewöhnt sich dann. Ich meine, am Anfang kompliziert, nicht auf Dauer. Aber wenn man das einmal drin hat, ist eigentlich recht einfach. Ja, einmal E drücken. Jetzt dürfen wir auch mal angreifen, oder? Greife an, indem du deine Deckung änderst. Linksklick für einen leichten Angriff oder rechtsklick für einen schweren Angriff. Angriff! Siege mit leichten Angriffen. Ja, wir müssen jetzt immer da angreifen, wo er nicht seinen Mauszeiger hat. Sprich, also wenn ich jetzt oben machen würde und da angreife, dann blockt er einfach. Und das bringt mir gar nichts. Aber da er jetzt oben blockt, kann ich rechts und links zuschlagen, wie ich möchte. Und meine Kombis raushauen und ihn einfach wegmetzeln. Und das war's mit ihm. Jetzt kommt der nächste da rausgelatscht. Siege mit schweren Angriffen. Ja, der leichte Angriff, den habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt kommt der schwere. Batsch. Batsch, batsch. Also wie gesagt, wundert euch nicht, wie ich gleich den Schnupfen oder ab und zu mal husten muss. Oder meine Stimme sowieso ein bisschen im Arsch ist, aber halb so wild. So, da kommt der nächste, Training kurz beenden. Tot. Der war einfach nur so ein, hey, ich bin auch noch da, vergesst mich nicht und wir haben ihn vergessen. Ah ja, genau, sprinten, Shift, ne, klar. Guten Tag. Töte alle Feinde in einer Eroberungszone und halte sie für einige Sekunden feindfrei, um sie zu kontrollieren. Ja. Hoppala, was mache ich denn da für ein Quatsch? Ja. Da schreien sie rum. So, erreiche Zone B. Da gehen wir hin. Das sind übrigens die Scrubs. Das sind so die Einheiten, die kämpfen hier so ein bisschen durch die Gegend und sind... Naja. Die können eigentlich nicht wirklich viel. Krieger kannst du nicht aufschalten. Verlasse den Deckungsmodus und töte sie mit Linksklick oder Rechtsklick. Oder in meinem Falle beides. Weil dann mache ich mich einen hübschen Rundumschlag, der super ist. Töte Gegner, um deinen Krieger zu helfen, die Front zu verschieben. Ja. Jeder kämpft für sich allein. Wir müssen nämlich alle Krieger töten, damit dieser Punkt frei ist. Was im Multiplayer schon mal den ein oder andere Komplikationen aufwerfen kann. Aber halb so wild. So, Front ist verschoben. So. Ins Gesicht. Ich finde diese Animation von den Angriffen verdammt geil. Ja, ja. Wir können ja mal, bevor wir zu Zone C gehen, kann ich euch kurz das zeigen, weil hier ist die einzige Möglichkeit, wo man es in Ruhe zeigen kann. Mein Held ist ja der Meuchler. Jeder hat bestimmte Angriffe, die er so
durchziehen kann. Und wir machen jetzt einfach mal Linksklick, Rechtsklick, die flatternden Klingen. Das war ein hübscher Angriff, oder? So eine hübsche Kombi. Schön noch einen Tritt in den Rücken. Machen wir direkt die nächste. Linksklick und dann Rechtsklick, der Derwischschläger. Schön Schild durchgetrennt, perfekt. Und dann machen wir noch den Schwerttanz, zweimal Rechtsklick. Das war schön aufs Gesicht. Ihr seht, das ist immer noch ein gleiches Schema im Endeffekt. Aber der schwere Angriff haut deren Schild mal eben schön durch. Ja. Gut, was gibt's noch? Oh, hier sind ein paar Leichen. So, Moment mal, Aktionsleiste gucken. Dann der gleitende Ausfall. Der ist nicht im Deckungsmodus, das ist wichtig. Im Sprinten mittlere Maustaste drücken. Das wäre dann dieser hier. Aber ihr habt gesehen, ich zeig's nochmal, ich packe den nur. Das war's. Und dann habe ich mich die Möglichkeit, dreimal zu drücken. Das sieht dann ungefähr so aus. Schön in seinen Rücken reingeschnitten. Und er ist dann tot. Beim Held ist das, geht das übrigens auch. Das ist ganz gut. Dann die tiefe Furche. Da muss ich jetzt zugeben, ich weiß nicht, was das für eine Taste ist. Die wollte ich sowieso mal nachgeguckt haben. Die können wir uns jetzt mal eben zusammen angucken. Steuerung. Tastenbelegung. Was ist denn diese hübsche Taste? Na, steht die hier irgendwo? Nein. Kampf müsste es eigentlich bei sein, oder? Hier, Kampf. Alt, ja, das ist klar, klar, klar. Deckung links, Deckung rechts, Deckung oben. Hm, Verteidigung, Stellung C. Deckungsdurchbruch, schweren Angriff durchbrechen. Abbrechen. Exekution, Gaben. Gabe entfernen, Rache. Mir fällt gerade auf, ich habe noch nie einen schweren Angriff abgebrochen. Verteidigungsstellung C. Müssen wir beides mal ausprobieren. Okay. Keine Ahnung, was C sein soll. Und. Moment mal, Rechtsklick, abbrechen. Funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es vorhabe. Okay. Was wollte ich jetzt mal nachgeguckt haben? Ah ja, genau. Steuerung. Ah, da war ja rechts zum Stehen. Hm. Ich verstehe nicht, wie dieser Angriff gehen soll. Um ehrlich zu sein. Ah, nee, Quatsch. Held. Aktionsleiste. Was ist das da? Hm. Oder ist es Rechtsklick gedrückt halten und dann Linksklick? Das testen wir mal. Nee. Nee. Irgendwie nicht das, was ich wollte. Weil ich erstmal ganz kurz zu 10 Leute umbringe, aber so mit was zu testen. Ja, der rasende Stoß ist W plus Leertaste. Und rechte Maustaste. Das können wir auch mal ganz kurz zeigen. Oh ja, am besten so. Ja, jetzt zählt er nicht als Ziel. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, das auf einem keinem Ziel zu zeigen. Das ist dieser Angriff. Wenn man den drauf hat, ist der natürlich auch ziemlich geil. Aber das mit dem Gift, das finde ich schade, dass ich die Taste nicht weiß, was das sein soll. Hier die. Das ist ein bisschen doof. Seitschrittschlag A oder D plus Leertaste und dann Rechtsklick. Ah ja, genau, das ist. Im Endeffekt einfach so ein Seitenstings und dann zuschlagen, aber das ist sehr unspektakulär. Weil es im Endeffekt nichts Besonderes hat. Das ist einfach nur so ein, hey, ich weiß auch, weich aus und schlag dir ins Gesicht. Ja. Dann haben wir wieder den Stich. Keine Ahnung, wie der funktioniert. Vielleicht mal gedrückt halten und dann mal links machen. Mal gucken, was das ändert. Moment.
Gegner. Das war richtig. Also es ist echt gedrückt halten. Tatsache. Oh mein Gott. Ich habe die Taste gelernt. Das ist gedrückt halten. Ja, dann hier oben nochmal tiefe Furche. Rechtsklick gedrückt halten, dann linksklick. Das wäre dieses hier. Moment, ich brauche mehr Gegner. Moment. Ja, wird schon irgendwie funktionieren. So, und dann gehen wir nochmal ganz kurz runter zu Stich. Das ist mittlere Maus, das dann links, links, links. Okay. Ja, das ist das, wie wir vorstürmen. Da können wir den packen und dann schön den Rücken reinstechen. Das verursacht mich dann Giftschaden. Oder Blutungsschaden, besser gesagt. Es ist halt Gift, weil es lila ist. Es tut mir leid. Oder blocken und dann links liegen. Das können wir jetzt hier nicht zeigen. Ja, das war im Endeffekt so die besonderen Moves. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Machen wir mal weiter. Dum, 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 dum. Guten Tag, C. Weiche im richtigen Moment aus, um Angriffen zu entgehen. WASD plus Leertaste. Na komm, komm, schlag, schlag, schlag mich doch. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war gut. Hey, lass mich doch noch ganz kurz die neue Quest tun, bevor du mich weiterhaust. Wer hast du davon? Links Steuerung drücke auf mittlere Maustaste, dann schnell auf linke. Okay. Deckung durchbrechen und angreifen. Okay. Ach ja, genau, man kann Deckung so durchbrechen. Das habe ich ja gerade eben schon einmal gemacht, das habt ihr ja gesehen. Das ist sinnvoll. Ziel erfüllt. Links, dann mittlere Maustaste, dann mittlere Maustaste zum Stoßen. Genau. Besiege den Feind. Okay, irgendwie. Ah, das ist gezählt. Beenden. Ja, das war das Training. Wir gehen jetzt am besten direkt zum fortgeschrittenen Training. Weil das war jetzt ja nicht so. Das waren halt nur die Grundlagen, ne? Unterbrich einen gegnerischen Deckungsdurchbruch, indem du mittlere Maustaste drückst, wenn er dazu ansetzt. Okay. Ah, das war zu spät. Scheiße. Ah, das ist scheiße, scheiße. Das finde ich mir am schwersten. Fuck. Weil das krieg ich mich nie hin. Ich meine, ich mach's zu früh. Komm her, pack mich, pack mich. Mann! Ja, komm, halt das Maul. Depp. Komm her jetzt. Geht doch. Mann! Geht doch. Meine Güte, das schwerste Ziel hier. Um zu parieren, boah, das ist ein cooles Bild. Um zu parieren, bewege deine Bewegung in Richtung einer gegnerischen Attacke und führe mit Rechtsklick einen schweren Angriff aus. Warte, bis das Angriffssymbol deines Gegners blinkt. Gib übrigens die Möglichkeit dazu. Das ist auch recht schwer. Da ist er ja. Komm her. Ich habe gerade übrigens das Ziel vertauscht. Hallo? Darf ich jetzt auch mal? Ach komm schon.
Ich will nicht blocken, ich will parieren. Spacko. Boah, ich hasse diese. Ich kann nur blocken, das ist doof. Ich bin geschaffen zum Blocken, das tötet mich. Mann. Komm, jetzt aber. Okay. Na komm schon. Hallo. Geht doch. Meine Güte. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Das Timing dabei zu finden ist immer schwer, finde ich. So, Ziel erfüllt. Der nächste würde. Wenn dein Ziel aufgeschaltet ist, kannst du immer noch die Angriffe anderer Gegner blocken. Bewege die Deckung links, rechts, um dich Gegnern zu deiner linken und zu deiner rechten zu schützen. Okay. Ah, da hab ich verkackt. Komm, komm. Komm, komm. Ah, fuck. Ich bin zu langsam, was soll das denn? Okay, jetzt komm. Aha. Oh. Das zu euch beiden. Nächstes Ziel, bitte. Neues Missionsziel. Wenn du blockst oder getroffen wirst, füllt sich deine Racheanzeige. Drücke R, wenn sie voll ist, um deine Angriffsverteidigungs- und Ausdauerwerte kurzzeitig zu erhöhen. Ja. Die ist unten links. Ah, nicht so langsam. Egal. Komm, einen noch. Krache! Auf Fresse! Und? Oh, mir fällt einfach um. Okay. Training beendet, du hältst. Oh Leute, ich krieg dafür sogar Geld. Hoppala. Trainiere weiter, was gibt's noch? Neues Missionsziel, trainiere weiter. Boosts verleihen dir einen kurzfristigen Vorteil im Spiel. Den habe ich noch gar nicht gemacht, dieses Tutorial. Hey, 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 mal ganz langsam, ja? Die tun sogar tatsächlich mal weh. Ich muss mich sagen, die Bots hier in dem Spiel können wenigstens was richtig. Komm. Tschüss. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Das parieren würde ich hin. Dort. Meh. Ach,
wobei, nee, trainieren mache ich jetzt nicht, trainieren mache ich von anders. Das ist dann doch ein bisschen sinnvoller. Ja. Aber ich muss noch einmal ganz kurz noch eine Exekution machen. Das ist, finde ich, noch wichtig. Ja, genau! Aber sonst geht's euch gut, wa? Oh, da war ein Doppelschlag, den habe ich nicht kommen sehen. So, Kopf ab. Brauchst du hoffentlich nicht mehr. Sache. Leute, du kannst gefallene Verbündete wiederbeleben. Das ist vor allem in der Entscheidungsphase hilfreich. Cool. Gibt es also noch mehr Hinweise, oder wie? Boost, wenn denn kurz was Siegen vor deinem Spiel? Ja, ja. Nice. Aber ja, ich würde sagen, das reicht. Mission, Training beenden. Ja, ja, das ist, ja, da haben wir ein bisschen mehr Gold jetzt. Stahl, meine ich. Passt. Das Coole ist, ihr könnt immer sehen, wann ich aufnehme, weil das dann nach Saison, Runde und dem eingeteilt ist. Aber wir machen trotzdem noch ganz kurz, wie man spielt, weil ihr habt ja gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Weil wenn ich jetzt auf Multiplayer gehen würde, auf Multiplayer gehen würde, dann seht ihr, ihr habt doch, ich glaube, ihr habt keine Ahnung, wo jetzt irgendwie was hier sein soll, wenn ihr das Spiel nicht selber gespielt habt. Das ist ziemlich wichtig. Das ist immer dieser Zusatz, wenn ihr es nicht selber gemacht habt. Das ist immer wichtig. Wir gucken uns mich ganz kurz, weil wir das fortgeschrittene Training an. Freier Modus hatten wir jetzt im Endeffekt auch. Experimentiere in diesem Endo. Ach so, klar, nur testen halt, ne? Duelltraining. Ja, es ist, ne? Spielmodus Videos. Das finde ich mich doch wichtig, euch das kurz zu zeigen. Weil es gibt 5 Spielmodi. Duell ist, denke ich mal, klar. Ist ein 1 gegen 1 Kampf. Gucken wir uns trotzdem alles an. Das ist so, denke ich mal, so ein. Ich weiß, ist ja egal. Könntest du auch überspringen im Video, ist ja halb so wild. Aber im Endeffekt ist halt, ne? Jeder beginnt in einer Duellarena, ist ein 1 gegen 1. Im Endeffekt, kurz gesagt, das ist was. Es gibt auch 2 gegen 2 Duelle, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch unter Duell war oder ob das irgendwie anders hieß. Das ist auf jeden Fall alles. Ja, der hier zum Beispiel, ne? Einfach packen und weg mit ihm. Tschüss. Ja, aber ich denke mal, das ist klar, was ein Zweikampf ist. Handgemenge. Handgemenge sind. Ah ja, genau, das sind die 2 gegen 2. Das ist im Endeffekt ein Duell mit 2 gegen 2 Leuten. Scharmützel, das finde ich ganz witzig, weil Scharmützel sind 2 Teams, jeweils 4 Spieler. Die kämpfen auf einer ganz normalen Karte, mit ganz normalen Eroberungspunkten. Oder was? Nee, warte mal, das sind keine Eroberungspunkte. Nee, stimmt nicht. Das sind glaube ich, nur Kämpfen ohne Eroberungspunkte. Genau. Und man halt oben Punkte. Man kriegt Punkte, wenn man jemanden getötet hat oder wenn man NPCs tötet. Also diese kleinen Krieger. Genau, Krieger hießen die. Das ist alles relativ lange. So eine Runde dauert, glaube ich, 20 Minuten oder so. Weil punktmäßig ist das halt immer so eine Sache. Weil es gibt halt, ne, hier sieht das 30 Punkte für einen Kill. Kann dann schon mal ein bisschen intensiver werden. Bei über 1000 Punkte ist man dann halt so weit, dass man, das kann ich auch kurz sagen, wenn man über 1000 Punkte hat, kann das gegnerische Team nicht mehr respawnen. Dann ist quasi, hat jeder noch ein Leben und wenn dann alle Helden tot sind, dann hat man gewonnen. Herrschaft. Ist, denke ich mal, klar. 3 Eroberungspunkte, ansonsten gleiche Prinzip mit den Punkten. Wie beim Scharmützel. Und Vernichtung. Vernichtung ist im Endeffekt einfach zwei Teams, 4 gegen 4. Ist im Endeffekt ein 4 gegen 4 Duell. Und bei den ganzen Duellen ist immer Best of 5. Das war es im Endeffekt von den Spielmodi. Dann die Heldenkampfvideos, ist auch recht einfach zu sagen. Da kann man sich natürlich jetzt jeden einzelnen angucken. Ich spiele die Friedenshüterin. Das kann ich euch eigentlich mal ganz kurz zeigen. Es ist eigentlich nur so, ja, was kann denn der Charakter? Eigentlich bin ich so der Typ, der immer so auf Parieren und Blocken geht. Und naja, parieren kann ich nicht, blocken schon. Da geht es eigentlich darum, den Gegner halt so schnell wie möglich Gegenangriff zu geben. Aber ja, das erklärt sich beim Zugucken eigentlich schon fast selber.
Und was ist noch wichtig? Ja, genau, den Fraktionskrieg. Das ist das, was mit der Hauptkarte hier ist. In der Multiplayer-Karte, ihr seht, jeder hat immer so ein Drittel der Karte. Und das ist eine Saison, Runde und Tage eigentlich eingeteilt. Ich habe am Anfang die Ritter ausgewählt, weil ich finde die am coolsten. Und ja, dann seht ihr hier, kann man dann die verschiedenen Spielmodi auswählen. Und diesmal, wenn man gekämpft hat, dann kann man seine War Assets deployen. Da geht man einfach hin, sucht irgendein Territorium, wo gerade eine Front ist, aus. Entweder zum Verteidigen oder zum Angreifen. Und der dann halt am Ende dieses Territory Updates da, hier, da seht ihr das nächste Territorium Update. Wer das dann hat, das ist alle 6 Stunden. Dann kommt halt, das hier. Dann seht ihr, okay, da sind jetzt die Ritter weiter vorgeschritten, hier sind die Samurai und da sind die Wikinger. Das heißt, halt so die Gebiete sich nach und nach verteilen. Das Ganze geht dann, über jede einzelne Runde. Nach jeder Runde wird es neu gemacht und ich weiß nicht, wie es während der Saison nochmal war, aber das sehen wir dann ja auch. Wir sind jetzt aktuell noch in der Runde 1, Saison 1, weil ist halt erst seit ein paar Tagen draußen das Spiel. Ich glaube seit 3 oder 4. Und ja, dann kriegt man halt am Ende Belohnung dafür. Das ist im Endeffekt eigentlich alles, was man so wissen muss. So, jetzt haben wir da die 5 Minuten auch gut investiert und können in den Story-Modus hüpfen. Ich hätte gerne ja das Story-Video gehabt jetzt, aber das bekommen wir irgendwie nicht mehr. Kann ich das irgendwie nachgucken? Ja, wahrscheinlich nicht. Oder? Nee. Lade einen Freund zum Koop spielen ein. Das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht, dass das geht. Nee, wir machen auf jeden Fall zuerst Kapitel 1, die Ritter. Oder kann ich nicht irgendwie sagen, dass ich... Ach, egal. Die hat halt auf jeden Fall ein bisschen was geredet. Es geht um Wikinger, Ritter und Samurai. Egal. 1.1. Fürsten und Feiglinge. Fürsten und Feiglinge. Schwierigkeitsgrad normal. Schwer. Realistisch. Alles klar. Und leicht. Leicht ist, wenn du die Story sehen willst, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber wollen wir nicht. Ich werde auf jeden Fall normal nehmen, weil Spiele, wenn die auf normal sind, dann sollte man die auch erst einmal auf normal durchspielen, weil das halt... Es ist halt einfach normal, es ist halt so, wie man es halt gemacht hat, eigentlich. Alles darüber ist eigentlich nur für die Leute, die halt Herausforderungen wollen, aber das kann man ja... Ich mache einfach normal, weil normal ist halt einfach so normal. Eine Herausforderung für kampferprobte Veteranen. Ja genau, hier ist halt einfach nur Herausforderung. Und realistisch, keine Kampf-UI, UI, weniger Checkpoints und starke Herausforderungen. Das ist halt, also die Bots können echt krass raushauen. Also da muss ich sagen, im Spiel Respekt, dass die Bots, die sind teilweise gefährlicher als ein Spieler. Was ich gut finde, weil sonst in jedem anderen Spiel ist ein Bot, da denkst du immer so, oh cool, Freekill. Hier kein Stück. Hier sind die echt gut. Normal machen wir einfach mal. Ein Wächter aus dem Westen wurde angeheuert, um einen Kriegsherren und dessen belagerte Festung zu verteidigen. Ich glaube, dass die erste Mission die ist, die ich auf der Gamescom angespielen durfte. Glaube ich. Zu beobachten des Zerbrechliches. Okay, spielen wir einfach mal. Die Wächter. Sie sind die Mitglieder eines in Vergessenheit geratenen uralten Ordens. Sie sind die Beschützer der Schwachen. Und Meister des Langschwerts. Ihre Ursprünge sind längst vergessen. Doch kämpfen sie weiterhin für das Recht. Doch nur wenige dürfen dem Orden beitreten. Ja, und deswegen sind wir halt auch die wenigen Helden, ne? Also, klar. Ja. Ja, wir sind wieder eine Spielfigur für das Kapitel. Der Wächter kam nach Ashfeld, um eine Sache zu finden, für die es sich zu kämpfen lohnt. Doch das erwies sich als schwierig. Die Wächterin kam nach Ashfeld, um eine bla 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 bla. Der Wächter, okay. Also, es geht eigentlich nur Puls nach Aussehen. Okay, alles klar. Hallo? Den hier? Wir nehmen auf jeden Fall einen männlichen Charakter. Bei einem normalen Wächter. Der ist ganz okay. Der sieht natürlich noch... Der ist mir viel zu protzig. Der ist mittelmäßig. Ich würde sagen, fast aber dem den hier einfach, ne? Wobei der Helm auch wichtig ist.
Ach komm, wir müssen einfach den dritten. Scheiß drauf. Wir sehen den eh immer nur von hinten. Fürsten und Feiglinge. Kampf. Du kannst fliehende Gegner angreifen. Drücke beim Sprinten rechts. Machst du ohne Deckungsbus. Bla, bli, blub, blub. Cool. Achte auf Eigenüberschuss. Vor allem, wenn du deinen, wenn du einen Katapult- und Pfeilhagelangriff befiehlst. Okay. Aber ich denke, was ist die Mission, die ich auf der Gamescom gespielt habe? Das heißt, ich wüsste schon wahrscheinlich, worum es geht. An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Erwi Dobelin. Oh, dahin. Verteidigt die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Ja, das ist die Mission, die ich auf der Gamescom gespielt habe. Dobelin! Aber ist okay. So weit musste es gar nicht kommen! Ups. Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr? Brecht es ein! Brecht es ein! Tschüss, Alter. Das sind wir. Cool. Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Na, ist bestimmt schon alles da. Die Truppen erklommen die Ostmauern. Oh, zwei Stück direkt. Scheiß Katapult. Ach, jetzt gibt es mir ein Tutorial, oder wie? Sorry fürs Husten. Ich will kein Tutorial. Der Deckung liegt fest, in welche Richtung du angreifst und du blockst. Ja, das kennen wir doch alles schon. Das tat bestimmt weh. Ey, ich habe fast eine halbe Stunde durchgehalten, ohne dass ich husten musste. Oh Gott. Okay, und so blocken wir gerne in Richtung Blabiblub. Genau, hier bleibt die Deckung, also wo sie ist, ne? Dachte ich. Jetzt kriegen wir noch ein Tutorial zugewiesen, ey. Wusste ich nicht. Das tut mir leid. Wir müssen uns zurückziehen. Ach, ich darf wohl nicht angreifen. Ich muss echt jetzt das Tutorial nochmal machen, quasi. Doof. Ja, ja, leichter und schwerer Angriff. Cool. Das war jetzt Tutorial-mäßig halt, ne? Verteidigen gegen Welle. Okay. Verstärkung war schon auf dem Weg. Ich musste die Mauer halten. Das war recht simpel. Was ist denn das da? Ey, nicht blocken. Oh, das hat weh. Und jetzt? Noch zwei. Das war einfacher, als ich erwartet habe. Neues Missionsziel. Oh, hi Jungs. Moment, kurz was trinken. Es ist... Ich werde ja auch keine Aufnahmepause machen, das heißt also, ab und zu muss man nochmal Watte trinken, das ist wichtig. Pickups sind einsetzbare Spezialkräfte, die du ausrüsten kannst. Drücke 2, um sie zu benutzen, drücke Escape für eine Beschreibung deiner Gaben. Standhaftes Banner, regeneriert die Gesundheit von Verbündeten in der Nähe. Cool. Ich denke mal, das kann ich bemerken. Los, los, los!
Leichter Angriff, schwerer Angriff. Moment, ich will eigentlich jetzt kurz das Banner hinstellen. Kann ich gar nicht. Ah, jetzt. Bam! Ins Gesicht. Das sah schmerzhaft aus. Okay, einmal die Leiter hoch, sagst du? Guten Tag. Na komm, schlag zurück, komm, komm, trau dich. Komm. Na komm. Exekution! Mann! Was willst du denn? Spacko. Loa, das war ein One-Hit. Krass. Immer ins Gesicht. Kann ich die kaputt machen? Oh ja, kann ich. Du hast etwas stark gefunden. Na dann, gerne. Gib her. Cool. Ich will noch mehr Stahl haben. Ich kann die angucken. Mit null, sagte mir die ganze Zeit. Oder was ist das? Oder was ist die Eiserne Legion besteht aus vielen kleineren Legionen. Der Löwe war einst das Symbol der königlichen Legion. Früher war sie stark. Nun ist sie gefallen. An die Macht von Schwarzenfels. Ich gehe dann noch mal ganz kurz wohin, was ich machen muss. Ich hatte noch so ein Ziel zu erfüllen. Moment. Taste O, weißt du? Mega weit weg vom WSD. Was soll denn der Scheiß? Hallo? Sorry, ich wollte dich nur kurz unter die Arme greifen. Okay, ich glaube, der erste Punkt war hier. Im Krieg geht es oft um Mauern, Tore, Hügel. Jeden Tag werden Schlachten gewonnen und verloren. Nur aufgrund der Wahl des Schlachtfelds. Ich will dich zwar jetzt nicht anvisieren, ich wollte dich eigentlich nur kurz nebenbei töten, aber ist okay. Also, O drücken, alles klar. Gibt's auch was drin? Der hebt sein Schwert gegen die Wand, perfekt. Wenn man das schon spielt, dann will man es auch so spielen. Ich nehme es halt so auf, wie ich spielen würde und nicht so, wie es halt am angenehmsten zum Zugucken ist. Muss ich ja echt zugeben. Gehen wir mal wieder kurz hoch. Der Fall der letzten Zuflucht in Aschfeld. 1000 Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Vorfahren haben 6 Jahre gegen 100.000 verzweifelte und verhungernde Krieger standgehalten. Das erzählt man sich zu. Okay, auf nach oben. Ja, ich sprinte schon die ganze Zeit. Der hat ihn gar geköpft, das sah echt gut aus. Ich hasse es, wenn es was zum Sammeln gibt. Da muss man direkt immer alles angucken. Yay, Stahl. Die Eiserne Legion stellt gerne Wächterstatuen vor ihren Toren auf. Aber sie sind Heuchler. Der Eid eines Wächters geht weit über das hinaus, was ein gewöhnlicher Legionär erfüllen könnte. Wenn ich mich schauen.
ins Gesicht. So. Für Gamescom war das denn wie viel schwerer? Ist doch einsatzbereit. Bogenschützen. Ja, genau. Das habe ich voll vergessen. Das Loch? Durch die Öffnung! Und wieder runter. Ah, ich muss das. Boah, ich bin jetzt gezwungen, dahin zu gehen. Cool. Genau so. Dieser Rambok würde die Schlacht entscheiden. So, ins Gesicht. Wenn deine Ausdauer verbraucht ist, sind deine Angriffe langsamer, du kannst keine Angriffe verketten und nicht sprinten. Um deine Ausdauer zu regenerieren, musst du aufhören einzugreifen. Du kannst aber immer noch ausweichen. Ausmann liegt auf dem Boden. Das tut mir jetzt echt leid, Kollege, für dich. Das ist Kampf Ritter gegen Ritter. Erstmal gegen die Steinmauer schlagen. Jetzt kommen wahrscheinlich die Zwischensequenz. Oh ne, noch nicht mal. Jetzt. Ach ja, ich weiß eh schon, was jetzt gleich passieren wird. Das ist doof. Domini! Domini, zeigt euch endlich! Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf, jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht. Das wäre eine Hinrichtung. Dann gegen meinen Kämpfen. Ihr werdet mein Kämpfe sein. Die denken sich auch schon so alle so. Du tust mir leid, Alter. So bin ich das nicht. Hätte ich mich geweigert, es hätte ein Blutbad gegeben. Immer diese feigen Anführer. Na komm mal her, Kollege. Du Adama. Lol. Oh, das hat weh. Wie gesagt, die NPCs sind nicht schlecht. Er war auch ein Wächter. Vor langer Zeit. Ja, ich mach mal den rechten Angriff zum falschen Zeitpunkt. Scheiße. Gut. Na komm, dann schaffe ich. Ich musste siegen, aber nicht für Domini. Scheiße. Na, pariert und uns ins Gesicht geschlagen. Und bam! Na komm, jetzt nicht greedy werden. Bam, bam, Junge.
Mit einer Exekution. Ja, Jungs, gewonnen. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Ah, komm, wir haben fair gewonnen, ja? Es kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Knie nieder. Ich mache übrigens ganz kurz den Ventilator, weil es sehr warm ist. Es ist nicht gut, wenn es ein bisschen Rauschen im Hintergrund ist. Jetzt werden wir zum Ritter geschlagen. Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Also wir haben gerade einen Ritter der Schwarzen Felslegion getötet. Irgendwie muss er ja den Völker auffüllen, wa? Wir sind hier fertig. Das ist eine richtige Demütigung. Kommt mit. Und so kam ich schließlich zur Schwarzen Felslegion. Hauptsache, wir gehen einfach. Hey Jungs, tschüss. Missionsbelohnung. Ja, 6 Sachen übersehen, aber kein. Story-Level-Aufstieg, Level 2. Gabe Präzisionsschläge, Stufe 1. Ey, so schnell kann man gleich gucken. Level 3. Okay. Cool. Wir haben zweite Luft. Du regenerierst einen moderaten Teil deiner Gesundheit. Heldenskills erhöhen für 15 Sekunden und Angriff und Verteidigung. Deine Ausdauer regeneriert sich etwas schneller, wenn du ruhst. Krass. Alle deine Angriffe richten 5% mehr Schaden an. Cool.